diesem Video schauen wir uns an, wie wir unseren Mailbox.org-Account ganz einfach in den EM-Client integrieren können. So bin ich jetzt hier mal eingeloggt, das ist dafür aber erstmal nicht nötig. Trotzdem starten wir jetzt mal den EM-Client in Windows. Sobald der EM-Client gestartet ist, gehe ich hier oben im Menü auf meine Konteneinstellungen und hier kann ich jetzt meine Mailbox.org-Mail einfach mal eingeben. Die habe ich mir hier schon mal bereitgelegt. Und als nächstes werde ich nach dem Passwort gefragt. Das kann ich hier auch einfach eingeben. Das lasse ich jetzt auch erstmal so. Und man erkennt hier, dass es sich direkt integriert. Und zwar nicht nur mit Mail, Kalender und Kontakten, wie wir es sonst so kennen von GMX oder Web, sondern auch mit dem Chat, also Chabber bzw. XMPP. Und hier auch die AppSuite. Was die genau macht, weiß ich nicht. Ich habe nur gefunden, dass man halt die AppSuite direkt runterladen kann bei Mailbox.org und es zu dieser Software, die bei denen auf dem Server läuft, quasi eine direkte Verbindung gibt. Nichtsdestotrotz, auf der rechten Seite sehe ich jetzt meinen Chat-Account und könnte jetzt quasi mit Kontakten hier chatten, die auch noch einen Chabber oder XMPP-Account haben. Wie immer probieren wir jetzt einmal aus, ob das auch alles funktioniert. Bei den Mails sehe ich es ja im Grunde schon, ja, da habe ich jetzt erstmal eine ganze Menge Mails bekommen. Und wenn ich jetzt hier auf den Kalender gehe, da würde ich einfach mal, ja, für den 9. zum Beispiel, einfach mal einen Termin anlegen. Und hier habe ich wieder einen Fehler gemacht, der ist jetzt im lokalen Ordner und den möchte ich natürlich im, ja, Mailbox-Ordner haben. Da habe ich mehrere Kalender schon mal. Ich nehme mal den Kalender 2 zum Beispiel und sage, okay, jetzt ist er logischerweise ausgeblendet. Jetzt blende ich den hier wieder ein und den anderen Kalender blende ich mal aus. Okay, Kontakt lege ich mir auch mal gleich einen an. Und den hat er jetzt gleich richtig hier wahrscheinlich einsortiert, würde ich mal davon ausgehen. Ja, hier unten bei meinem Mailbox.org-Account. Ich wechsle jetzt also hier einmal zurück, gehe auf den Kalender. Und hier ist jetzt die falsche Ansicht eingeblendet. Ich muss natürlich hier die normale Woche einblenden. Und dann müsste ich hier den Termin haben. Genau, passt. Und jetzt wechsle ich einmal zu den Kontakten. Und hier gehe ich jetzt auf meine Adressbücher unter Kontakte und hier finde ich dann den Testkontakt, den ich angelegt habe. Das hat also jetzt soweit alles funktioniert.